Senioren, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, müssen heute aufwendig beweisen, dass sie arm sind. Bei einem Antrag auf Grundsicherung im Alter müssen sie über jeden Euro Auskunft geben, mit dem sie ihr Leben finanzieren. Wir besuchen Frau Grundmann in Schwerin, die das Problem vieler älterer Frauen teilt. Obwohl sie ein Leben lang gearbeitet hat, leidet sie heute unter Altersarmut. Ich habe große Probleme. Und zwar habe ich Grundsicherung, Wohngeld beantragt, bekam Grundsicherung und die bekomme ich jetzt bis Juli. Und ab August werde ich dann Wohngeld bekommen. Frau Grundmann, es ist so, dass wie bei vielen Leuten in ihrem Alter, sie eine Rente bekommen, die nicht für die Grundsicherung insgesamt ausreicht. Dazu beantragt man Grundsicherung beim Sozialamt, was sie gemacht haben. Immer mehr Rentner gelten als arm oder armutsgefährdet. Frauen sind besonders betroffen, weil ihre Erwerbsbiografien häufiger unterbrochen sind als die von Männern. Das ist dazu gekommen, dass ich so eine kleine Rente habe, weil ich mit einem Klavierbaumeister verheiratet war, der selbstständig war und ich somit meine Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte und musste meinem Mann helfen. Durch die Selbstständigkeit meines Mannes war ich ja nur familienversichert, wie gesagt, und bin deshalb in die Altersarmut geraten. Ihr Haus konnte sich Frau Grundmann nicht mehr leisten und von ihren bescheidenen Rücklagen ist nicht viel geblieben. Sie verschwanden schnell mit der Kaution für die neue Wohnung und dem Umzug. Die Altersarmut von heute geht oft auf die gestiegenen Wohnkosten zurück. Wenn alle Unkosten samt Miete und alle anfallenden monatlichen Unkosten, und das ist schon schwer, alles von dem zu bewerkstelligen, was mir zur Verfügung steht. Wenn dann aber noch zusätzliche Unkosten kommen, wie jetzt mit den Zähnen, dann ist es schon schwer, wenn man nicht auf Rücklagen zurückgreifen kann. Es war auch schon die Rede davon, dass 1.000 Euro ein jeder bekommen soll. Und ich hoffe, dass unser geliebter VUDK-Verband alles durchsetzen kann, dass jeder Bürger zufrieden sein darf. Auch vor allem die Rentner. Thank you.